mechanisch völlig unveränderten Motor, ist also ein ganz normaler 3 Liter SC-Motor in der amerikanischen Variante mit 178 PS in der Serie. Wir haben nur unsere Einzeldrosseln montiert, unser Steuergerät mit dem Kabelbaum und die Auspuffanlage. Und er hat jetzt, nachdem wir fertig sind mit dem Abstimmen im Volllastbereich, genau 210 PS. Was ich beeindruckend finde, ist die Drehmomentkurve. Die ist nämlich völlig gerade im Verlauf, ohne irgendeine Beule. Und das ist auch das, was man beim Fahren auf der Straße ehrlich gesagt bemerkt hat und spiegelt das genau wider. Also da kann man sehen, dass unser Auspuff auch bei den kleineren Hubräumen, zumindest mit einem 3-Liter-Motor, jetzt wirklich perfekt funktioniert.